Einen wunderschönen guten Tag und ein herzlich willkommen zurück zu Jurassic Park The Game. Es gibt einen alten Ziegenpfad, den wir nehmen können. Ja, das haben wir in der letzten Folge schon gemacht. Aber leider der Kontrollpunkt hat da nicht gespeichert. Was ist das denn? Wow, warum hast du mir nichts von den Achterbahnen erzählt, Dad? Naja, diese Achterbahnen sind noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Du solltest dich nicht zu früh freuen. Der Pfad war in Stein gemeißelt und uralt. Er hat viele Stürme und Erdbeben überlebt. Hören Sie, es ist zu spät für einen Umweg und zu gefährlich, den Weg zurückzugehen. Benutzen Sie das Funkgerät. Kontaktieren Sie das Rettungsteam. Das ist unsere beste Überlebenschance. Da unten. Wir können dieses Vehikel benutzen, um runter zum Ausgang zu gelangen. Wir fahren damit? Der Hebel hier. Sieht aus, als könnten wir die Sinnen damit Richtung Ausgang stellen. Ja, aber das ist der Notfallhebel. Außerdem ist es doch offensichtlich, dass das Ding noch nicht fahrtüchtig ist. Es scheint der einzige Weg zu sein. Wenn Sie keinen sicheren Weg nach unten finden, muss ich Sie runterstoßen. Wenn ich Strom hätte, könnte ich die Achterbahn von hier oben aus vielleicht in den Wartungsmodus schalten. Er stellt die Schienen um, genauso wie der Notfallhebel. So können die Mitarbeiter die Schienen betreten, um zu arbeiten und Sachen zu reparieren. Aber ich sehe gar keine Wagen auf der Hauptschiene, Dad. Schalten Sie den Strom ein. Wir fahren also? Ja, es wird langsam dunkel. Wir können den Weg nicht zurückgehen. Und es klingt, als machen sich die Dinosaurier bald auf die Jagd. Auf die Jagd? Nach uns? Noch sind sie relativ weit weg. Aber wir sollten trotzdem nicht mehr lange hier bleiben. Tja. Hören Sie, wenn wir es Leben bis zur Küste schaffen wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Ja, verstanden. Mississimucho. Und du kommst mit mir mit. Wir schaffen ein paar Wagen auf die Schiene. Hier, du bleibst beim Hebel und hilfst mir, die Wagen auf die Schiene zu bekommen. Hey, Dad! Wofür sind diese Wagen? Die haben gar keine Sitze. Ich schätze, das sind Förderwagen. Wir müssen sie von der Schiene schaffen und Wagen zum Sitzen draufheben. Ah, jetzt geht's. Okay. Ich habe das schon gestern gezeigt. Ne? Wenn ich mir das so ansehe, würde ich sagen, dass das Kraftwerk irgendwo da drüben sein muss. Sie bleiben hier. Du gehst. Okay. Und wonach soll ich suchen? Nach einem Kraftwerk. Such nach Türen. Okay. Natürlich erstmal alles hier runterkloppen. Dass diese Checkpoints nicht da speichern. Hier ist nichts. Dass sie da nicht speichern, Alter. Wo man zuletzt aufgehört hat. Na klar, denn im Jurassic Park wird Sicherheit groß geschrieben. Ja, da vorne ist der. Ja, hier kommt wieder mein Klickspiel. Dad, hier sind Türen. Ist das hier das Stromding? Sieht ganz so aus. Öffne sie und leg den Hauptschalter um. Hey, was machst du da? Komm schnell hier rüber. Okay, tut mir leid. Hey, willst du mich verarschen oder was? Hey, was machst du da? Komm schnell hier rüber. Okay, tut mir leid. Der schmeißt hier den Scheiß. Die Türen sind verschlossen. Ich habe keinen Schlüssel. Schon okay. Ich schlag einfach die Scheiben ein. Kann ich jetzt oder? Damit sollte ich reinkommen. Klickspiel. Mist. Gestern 5 Minuten dieses Scheißspiel hab. Mit dem Scheißstein. Jetzt damit wieder, sollte ey. Ich reinkommen. Oh, jetzt zu früh. Mist. Mann, alter Schwede. Ja, so komm. Die ganze damit Tagzeit. Sollte ich reinkommen. Ach ja. Ah, jetzt so. Scheibe. Super. Ja. Gut, stell dich einfach vor der Kamera. Okay, ich kann reingreifen. Wonach muss ich suchen? Da sind 2 große Schalter drin, Jess. Aber so kommst du wahrscheinlich nicht dran. Da müssen wir aber rüber. Wo ist der Kran? Da?
Oh, zu Ende gegähnt. Hey, der Kran scheint zu funktionieren. Gut, dann benutzen Sie ihn. Und einmal dahin. Einmal runter. Dann wieder zum Stromkasten hin. Sei vorsichtig, Jess. Was hast du mit dem Haken vor? Türen. Ich habe einen Plan. Sehet und staunet. Okay, Dad, du bist dran. Alle zurücktreten. Super. Hebel Nummer 1. Okay, schon mal einer. Mein Gott. Und Hebel Nummer 2. So. Willkommen im Knochenrüttler. Sieht aus, als hätten wir Strom. Oh, cool. Okay, komm zurück. Was ist das da? Ich weiß nicht, Raubsaurier. Zum Glück sind sie zu weit weg, um zu erkennen, was für welche es sind. Aber kein T-Rex, oder? Definitiv kein T-Rex. Naja, hört sich anders an. Jetzt schwingen wir das Ding rüber. Vielleicht sind wir an der Stelle, wo wir gestern aufgehört haben. Einmal runter damit. Dann, da sind die Achterbahnen. Das. Hey, was ist denn hiermit? Können wir den gebrauchen? Häng ihn ins Gerüst ein, dann können wir es mit dem Kran von den Zinnen heben. Ja, sehr klug. Zurück, Jess! So, jetzt kommt das Spielchen. Gucken wir mal alles an. Dann. So suchen sie also die Wagen aus. Mache ich aber diesmal in der richtigen Reihenfolge. Bringen die Autos in die richtige Reihenfolge. So. Es passen keine Wagen auf die Schiene. Ich muss erst welche runterbekommen. Falscher Knopf. Einmal drehen. Den einmal runterfahren. Drehen. Nochmal drehen. Den aber rauffahren. Nein. Aha, es funktioniert. Okay, das ist echt ziemlich cool. Einmal drehen. Einmal drehen. Einmal zurück. Einmal zurück. Einmal drehen. Einmal. Oh, falsche Taste. Meine Fresse. Einmal zurück. Einmal zurück. Ich muss mich mal bei Steam offline melden. So. Dann mal drehen. Nochmal drehen. Den Wagen holen. Drehen. Den Wagen einmal holen. Einmal den Wagen holen. Den Wagen einmal hier zurückbringen.
nochmal drehen. Nochmal drehen. Ein J, vielleicht hab ich's. So. Bam, 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 bam. So. Den Wagen mal 2 ranfahren. Nochmal drehen. Nochmal drehen. Und einmal. Es gibt keinen Platz für den Wagen. Und einmal ranfahren. So. Ich glaube, so ist's richtig. Hey, alle Wagen auf der Ladeszene. Jetzt sind Sie dran. Was wollen Sie tun, wenn das Rettungsteam auftaucht? Was? Na, die haben den Lärm bestimmt gehört. Über das Rettungsteam machen wir uns später Gedanken. Mhm. So, und dahin. Okay, das hier sind die Hauptschalter für die Achterbahn. Von hier aus sollte ich den Wartungsmodus einschalten können. Wartungsmodus. So sollte es funktionieren. Die Achterbahn sollte uns am Wartungsausgang rauslassen, statt die normale Strecke zu fahren. Wow. So, das wär's. Die Achterbahn ist im Wartungsmodus und hoffentlich sicher. Sie wird langsam fahren. Na los, je schneller wir an der Küste sind, umso schneller ist das hier vorbei. Festhalten. Es wird eine ziemlich kurze Fahrt. Kann das Teil denn nicht schneller fahren? Moment. Habe ich voll vergessen. So. Geht sofort weiter. So. Ja, ist alles soweit. Also ist nur bei mir so laufen. Einziehen. Warum musst du laut? Geht mir das Spiel jetzt ab. So, jetzt habe ich den ersten Mal. So, das ist Oh Gott. Du!
Und ja, jetzt? Nee. Jetzt machen wir eine kleine Spritztour. Einmal und nie wieder. Wie haben Sie diese Viecher genannt, die Sie gejagt haben? Carrerasaurier? Herrerasaurus aus dem Trias. Nachdem wir sie gezüchtet haben, konnten wir sie leicht als frühe Theropoden einordnen. Oh klar, frühe Theropoden. Das habe ich doch schon immer gesagt. Stimmt's, Oscar? Wo ist Danny? Decaf! Du schaust im Heli. Ich überprüfe die Umgebung. Nicht weggehen. HU-121, hm? So einen habe ich ja so lange nicht mehr gesehen. Mann, neuer Pilot ist so ein Chaot. Halt bloß die Klappe! Denk nicht mal dran. Dennis. Und sie klemmt. Oscar! Mir gefällt das hier alles nicht, Alter. Die Griffs Waffe klemmt. Da drüben ist eine Blutspur und er lässt nie seinen Helm einfach so rumliegen. Nie! Decaf wird vermisst. Vermisst? Vermisst? Auf keinen Fall! Er sollte beim Hubschrauber bleiben. Er muss hier irgendwo in der Nähe sein. Billy! Spürst du das? Wir haben die Bravo schon verloren und... Billy! Hey, wir hauen nicht ohne Decaf ab. Lass nicht zu, dass das ein zweites Nicaragua wird. Rührt euch! Wir haben hier ein Problem. Rein in den Heli, sofort! Oscar, ich hab keinen Saft. Bin dran. Ja, Mama T-Rex kommt. Und Oscar, euer DK ist tot. Hubschrauber. Hier tut sich gar nichts. Oscar, versuch's mal mit der Kraftstoffpumpe. Oh, Alter. Mama T-Rex kommt. Und du laberst mit der Kraftstoffpumpe. Du Wichser. Versuch's jetzt. Oh Gott! Bitte, Hubschrauber. Reagiert nicht. Bitte. Oh, Scheiße. Hast du das gesehen, Oscar? Oh, Scheiße. Mach schneller! Ja, lass mich doch. Mach das Scheißding raus. Schmeiß das. Oh, ich will die einfach runterschmeißen, wäre mir scheißegal. Mitte. Die goldene Mitte, komm. Komm, Hubschrauber. Hubschrauber. Komm, mach ich nicht. Pumpe schnell leer. Versuch's jetzt! Starte. Wenn du eine zweite hast, versuch's mit der! Willst du mich verarschen oder was? Wahrscheinlich drücke ich gerade die ganze Zeit falsche Knöpfe oder so, weiß ich nicht. Komm schon. Letzte Batterie. Warum hat der Hubschrauber überhaupt drei Stück mitgenommen? Alter, ist ja doof. Hier weg und zwar jetzt. Ich weiß, ich arbeite dran. Mama T-Rex hab ich gesehen. Komm schon. Versuch's jetzt. Mach das Ding zu. Starte. Bitte. Oh. Wir haben Saft. Seh zu. Spring rein. Los geht's. 40 km/h schon.
nein, oh 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 nein, ich schaffe es. Versuch's! Halt ruhig. Halt ruhig, Schachkiste. Flieg, oh Gott. Oh ja, tja. Zähne ein, schlägt über die Stränge. Ja. Hören Sie, lassen Sie es sein. Oscar wird. Das eine Mal in Bogotá, da waren ihm diese Typen, die ihn gehänselt haben, im Weg. Und dann waren sie es nicht. Verstehen Sie? Lass dich nicht täuschen. Du bist hier umgeben von Killern. Hier ist es nicht sicherer als im Dschungel. Irgendwie ist die Musik lauter als die Stimme. Moment, ich guck mal, ob ich die Stimme mal laut stelle. Ja. Ja, da. Der Ton ist schon leiser, Alter. Ich hoffe, wird jetzt besser. Apropos Witze. Oscar, erzähl ich dir mit dem Priester des Tripperin und dem Eimer von Frösche. Boah, Alter, warum ist das so leise auf einmal? Toneinstellungen. Musik. Stimme lauter. Hey, du blöder Dino. Benehmen sich Männer, wenn ihnen der Mut fehlt, sich selbst ins Gesicht zu schauen. Falsch. Ich schaue mir gerne ins Gesicht. Wer würde das nicht bei diesem Prachtexemplar? Komm, ist, dass du überhaupt was siehst, wo dein Kopf doch so tief in... Das reicht jetzt! Oh, Junge! Was willst du denn machen, mich töten? Das hast du ja eh schon mal gemacht. Du bist verrückt! Ich lass mir vielleicht einen Schmetterling auf den Knöchel tätowieren. Die Namen der Leute, die du getötet hast, in deine Zettel ein. Versuch's doch! Hey! Sollst du dann noch zugehört, es gibt hier immer noch Leute, denen wir helfen müssen. Ich weiß nicht, was für Probleme sie haben, aber regeln sie die auf dem Festland. Und nein, du kriegst kein Tattoo. Aua. Aber wie es weitergeht, seht ihr erst in der nächsten Folge von Jurassic Park The Game. Haut rein!